1925 stellte die britische Edelmarke Rolls-Royce den Nachfolger des Modells Silver Ghost vor, den Rolls-Royce Phantom One. Wichtigste Neuerung an den neuen Modellen war der rein Sechszylindermotor mit hängenden Ventilen. Die Zylinderläufe sind bei den Phantom One Modellen paarweise angeordnet zusammengegossen und haben einen abnehmbaren Zylinderkopf. Pro Zylinder wirken zwei Zündkerzen für die entsprechende Kraftentfaltung. Der langhubige Motor mit 7668 Kubik beweist sich als sehr ausdauernd und zuverlässig. Im Rolls-Royce-Werk wurden zumeist nur die Chassis ausgeliefert und die Karosserien bei entsprechenden Karosseriefirmen in Auftrag gegeben. So auch bei dem hier gezeigten Modell, einem exakten Nachbau des Rolls-Royce Phantom One, der 1925 von einem in London arbeitenden französischen Adeligen bei Barker in Auftrag gegeben wurde. Die offene Bowtail-Karosserie, so genannt wegen des bootartig auslaufenden Hecks, wurde 1926 bei Barker Coachbuilding in London fertiggestellt. Auffällig sind die seitlichen tropfenförmigen Kästen, die als Stauraum und Trittbrett dienen sollen. Die Form der Kästen vermittelt eine besondere Aerodynamik. Zumindest stellte man sich so in den 20er Jahren verbesserte Stromlinienformen vor. Es ist eine Anleihe an die Flugzeugtechnik. Das Chassis ruht auf einem Leiterrahmen. Die Vorderachse sitzt auf einer halbelliptischen Blattfeder, die Hinterachsen auf zwei in Längsrichtung montierte Blattfedern. An allen vier Rädern wirken Trommelbremsen. Insgesamt wiegt das Fahrzeug immerhin 2300 Kilogramm. Doch mit seiner Leistung von 100 PS ist das Phantom One Modell noch sehr sportlich auf der Straße unterwegs. Gezeigte Rolls-Royce mit Barker Bowtail-Karosserie wurde bereits einmal bei der Rallye Paris-Peking gefahren und beweist sich auch heute noch als sehr zuverlässig.